Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Declutter-Video. Ich misste weiterhin meine Schminksammlung aus. Ich muss jetzt schon lachen, denn diesmal geht es um Bronzer. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen und deshalb auch draufgeklickt. Ich habe den ganzen Tisch vor mir voll mit Bronzern, mit Bronzerpaletten, mit Contouring-Produkten, über die ich heute sprechen möchte und die ich eigentlich aussortieren will. Aber ich habe das alles hier so hindrapiert. Wartet mal, ich mache euch mal ein Foto mit meinem Handy. Hier passt kaum alles drauf, aber ich mache das jetzt. Damit ihr sehen könnt, was euch jetzt alles erwartet. Ich lache deshalb, ich sag's nochmal, weil ich jetzt gerade so beim Hinlegen der Produkte schon gesehen habe, das wird mehr so eine Schminksammlung zeigen, Videogeschichte, als dass es aussortieren wird. Denn ich muss zu meiner Entschuldigung vorbringen, dass ich ein großer Bronzer-Fan bin und mich sehr schwer nur von Bronzern trennen kann. Das ist meine große Leidenschaft beim Thema Make-up, Bronzer und Lidschatten. Alles andere fällt mir nicht so schwer. Ich habe ja schon meine Foundations aussortiert, Concealer, Puder, Blushes, alles gut. Aber bei Bronzern wird es schwierig. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt ins Video hinein. Ich habe versucht, so ein bisschen Struktur hier reinzubringen und Konturprodukte, Paletten und schimmernde, richtige Bronzer zum Aufwärmen voneinander so ein bisschen zu trennen. Es kann sein, dass das ein oder andere Produkt trotzdem noch dazwischen hopst. Ich bitte das jetzt schon zu entschuldigen. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal mit den Paletten. Das sind meist Paletten, die sowohl ein Konturpuder und einen Highlighter enthalten oder auch mehrere. Und ich starte mal mit Charlotte Tilbury. Das ist der Hollywood Flawless Filter. Nee, Hollywood Filmstar Bronze and Glow. Ein Konturpuder und ein Highlighter. Eins der neueren Produkte, die ich mir gekauft habe, die ich super, super schön finde und sehr gerne benutze im Moment. Das liegt im Moment auch an meinem Schminkplatz. Die Kontur habe ich heute auch verwendet, glaube ich, ja. Und ein ganz, ganz tolles Produkt, was selbstverständlich bleibt. Ich sage das jetzt auch nicht immer dazu, dass es bleibt. Ich sage euch explizit dazu, wenn mal was ausgemistet wird. Das ist, glaube ich, schlauer. Dann habe ich hier von Too Faced eine Cocoa Contour Palette. Die habe ich mir mal bestellt bei Douglas. Die sieht so aus. Das ist die Farbnuance Light und Medium. Da sind eben zwei Highlighter drin und zwei Bronzer. Der hier ist ein bisschen wärmer, der ist mehr zum Konturieren. Das ist Medium Cocoa und das ist Dark Cocoa und dazu gibt es einen passenden Pinsel. Ich finde dieses Set hier einfach wunderschön. Das gehörte so in meine Sammlung. Alle duften ganz, ganz toll nach Kakao, so wie man das von Too Faced auch kennt. Und das ist eine wunderschöne Palette, die ich auch schon mit hatte im Urlaub. Und ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie mir nochmal kaufen würde, aber so schön wie die ist, ich glaube schon. Hier ist eine Palette von Maybelline. Das ist die Master Bronze Palette. Color und Highlighting Kit. Die gibt es in der Drogerie. Und das ist so eine, die ich in einem Sommer sehr häufig benutzt habe. Die hatte ich auch mal mit dem Urlaub. Das sind hauptsächlich schimmernde Farben. Da kann man gut mit arbeiten. Da habe ich auch schon mal ein Bild zugemacht bei Instagram. Ich mag die sehr gerne. Allerdings, dieser Goldton ist auch schön, dieser Highlighter, goldene Highlighterton. Allerdings würde ich die jetzt fast aussortieren. Ich hebe sie trotzdem auf, weil ich immer denke, ich brauche vielleicht auch mal was Schönes für ein Make-up-Tutorial, für ein Drogerie-Tutorial, wo man die Palette nochmal gut verwenden kann. Deswegen darf die bleiben. Aber nur aus dem Grund. Ebenso wie von Catrice, der Luminizing Bronzer, das ist dieser hier. Einer der schönsten Bronzer aus der Drogerie, so zum Aufwärmen, so all over für den Sommer. Ne? Das ist die Farbe, ach nee, gar nicht wahr, das war eine Limited Edition. Matte Allure, Luminizing Bronzer, Shimmer Shade. Ich glaube, dann gebe ich den ab. Wenn das eine Limited Edition war, gebe ich den jetzt ab, obwohl der mir so gut gefällt. Denn ihr habt keine Möglichkeit mehr, ihn nachzukaufen. Das ist immer einer der Gründe auch, wo ich sage, dann gebe ich die Sachen ab. Weil für mich macht es keinen Sinn, mich mit Sachen zu schminken, wo dann sehr viele Leute nachfragen, wo bekomme ich den, kannst du den nochmal zeigen und so weiter. Und dann sage ich, jo, pff. Pustekuchen, Edgy Badge, ne? Das war vor 2 Jahren meine Limited Edition. Das ist immer ein bisschen doof. Also, erstes Produkt gefunden, was ich abgeben werde. Hier noch ein Produkt aus der Drogerie, den ich sehr gerne mag. Das ist der auch aus der Glam Bronze. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Das ist von L'Oreal ein Bronzer, ein matter Bronzer mit so einem Highlighter-Einsatz hier drin, den ich auch gerne verwendet habe. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Ich werde da mal nach googeln. Wenn das eine Limited Edition war, kommt der weg. Ich habe noch was gefunden, was ich gerne abgeben würde. Und zwar ist das das Master Sculpt Powder von Maybelline. Eigentlich ein schöner, dunkler Konturton. Vielleicht hebe ich den doch auf. Ich bin schlimm, Entschuldigung. 02 Medium Dark ist das. Den könnte ich ja auch nochmal für ein Make-up-Tutorial aus der Drogerie verwenden. Weil schlecht ist der nicht. Ich will immer nur so zwanghaft ein bisschen was aussortieren, um ein wenig Platz zu schaffen. Aber
ist auch albern. Den lege ich mal auf die Drogerie-Seite, wo ich sage, die hebe ich mal für die Drogerie auf und guck mal, ob ich die nicht nochmal in Make-up-Tutorials verwenden kann, sofern es sie noch zu kaufen gibt. Das ist eine gute Idee. Da mache ich jetzt hier mal so ein Häufchen. Vielleicht gehe ich da am Ende des Videos nochmal drauf ein, vielleicht nicht. Hier habe ich ein Catrice Sun Glow Powder, Matt Bronzing Powder für dunklere Haut. Darker Skin steht da drauf. Das ist die Farbe 020 Deep Bronze. Da weiß ich auch nicht, ob es den noch gibt. Wäre auch so ein Kandidat, um ihn aufzuheben. Der ist allerdings ein bisschen rötlich. Ich weiß nicht, ob ich den so von gutem Herzen weiterempfehlen kann. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan von Drogerie-Bronzern. Die, die ich jetzt hier liegen habe, die gefallen mir schon sehr gut. Aber der hier nicht. Der kommt weg. Yay! Ich habe noch einen gefunden, den ich abgeben kann und werde. Einer, den ich auch behalten werde, der ist auch aus der Drogerie, allerdings aus Holland. Den habe ich in den Niederlanden gekauft. Der ist von Ethos, ein Bronzing Powder in Medium Dark. Der ist matt, der ist schön. Den hatte ich auch schon mit dem Urlaub. Der ist so reingehen, bronzen, matt. Macht man nichts mit falsch, der ist ganz, ganz toll und der hat auch nicht viel Geld gekostet. Der hat 3, 4 € gekostet. Ethos. Bronzer, Natural Effect. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Supermarkt hieß, ist auch wurscht. Das ist einer, den ich aufheben werde. So für mich, so als Erinnerung an den Holland-Urlaub wahrscheinlich. Und schon wieder ein Produkt entdeckt, was ich abgeben werde. Das ist das Indefectible Sculpt Contouring, die Indefectible Sculpt Contouring Palette. Ihr seht, die ist hier schon gebrochen. Die habe ich fleißig benutzt eine Zeit lang. Aber die ist jetzt auch schon relativ alt und ausgetrocknet. Deswegen darf die gehen. Ebenso wie, hey, und ich sortiere wirklich aus. Ich habe schon drei Produkte hier liegen, die ich aussortiert habe. Dieses Schätzchen hier von Catrice Prime and Fine Professional Contouring Palette in der Farbe 010 Ashy Radiance habe ich auch benutzt für Make-up-Tutorials. Fand ich eine Zeit lang ganz okay und die kommt jetzt aber weg, weil ich benutze sie nicht wirklich im Alltag und ich habe genug anderes zum Konturieren und deswegen darf es gehen. Yeah, ich freue mich gerade total. Jetzt kommen wir allerdings zu den Sachen, die wahrscheinlich. Ja, nee, ich habe noch eine. Und zwar habe ich die auch mal geschenkt bekommen, aber nicht wirklich geschenkt, die durfte ich mir aussuchen aus so einer Grabbelkiste. Fand ich gar nicht schlecht, dieses Produkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe genug andere Paletten noch da. Von Technik, die Colorfix Pressed Powder Contour Palette. So sieht die aus. Sind unterschiedliche Farben drin, auch zum Setten und auch zum Highlighten. Und verschiedene Kontur- und Bronzer-Töne. Gebe ich aber jetzt ab, weil ich, wie gesagt, genug andere habe. Bleiben wir mal bei Paletten. Ich habe hier von NYX die Highlight and Contour Pro Palette. Die habe ich mir damals gekauft, weil viele sie gezeigt hatten in anderen YouTube-Videos. Ich fand die gut. Ich habe die eine Zeit lang benutzt, aber ich fand nur bestimmte Töne gut hier von den dunklen, weil ich ja immer ein bisschen gebräunter bin und dann passten mir die dunklen Töne ganz gut. Und auch die Highlighter-Töne sind gar nicht so schlecht. Ich werde sie trotzdem abgeben, weil ich sie so gut wie gar nicht mehr benutze. Hey, und ich bin gerade richtig stolz auf mich, dass ich tatsächlich schon Produkte ausgemistet habe. Ich habe hier, nur um es nochmal zu zeigen, von Smashbox diese Palette hier. Das ist auch eine Contour- und Highlight-Palette, die ich, damit ihr es sehen könnt, einmal schon leer gemacht habe. Und zwar habe ich den Highlighter-Ton als Setting-Ton benutzt, super schön und leer gemacht. Und den Konturton, den untersten, auch leer gemacht. Der Bronzer-Ton in der Mitte ist nicht meins. Ich habe die Palette trotzdem neu gekauft, weil ich die so geliebt habe, dass ich die, glaube ich, jetzt auch wieder an meinen Schminkplatz legen werde, um sie mal wieder so richtig auszunutzen, sozusagen. Dieses alte Produkt hier kommt jetzt weg, auch wenn der Bronzer quasi noch da ist, aber das darf jetzt in die Tonne. Und das hier kommt an meinen Schminkplatz, bleibt also auch. Contour, Bronze und Highlight ist hier drin. Super schöne Palette. Eine ganz tolle Palette, die ich auch behalten werde, ist von Luvia, die Shaping-Palette. Die ist auch toll, um die mit in den Urlaub zu nehmen. Da ist nämlich ein Sculpting-Ton dabei zum Konturieren, ein Highlighter-Ton und ein Blush, der ganz, ganz toll ist, aus zwei Farben besteht. Den kann man auch mischen und die hatte ich auch schon oft dabei. Ist eine super schöne Palette von Luvia. Zum Austesten hatte ich mir mal bei Rossmann diese Revolution-Palette mitgenommen. Das ist die Ultra-Contour-Palette. Ultra-Contour heißt die auch. Und da sind auch diverse Farben drin, ganz ähnlich wie die von NYX. Diese hier werde ich allerdings noch ein bisschen aufheben, weil die halt eben super günstig ist, weil ich die noch ein bisschen austesten will und für Make-up-Tutorials verwenden will, wenn ich mal was schminken möchte, was rein aus der Drogerie kommt bzw. günstig zu haben ist. Dann möchte ich darüber gerne sprechen können. Ich habe die auch schon mal verwendet, aber noch nicht so richtig ausgetestet. Deswegen bleibt die auf jeden Fall bei mir. Ebenso wie eine relativ neue Palette von Love. Das ist diese hier, die wurde mir zugeschickt. The Glorious Highlighting and Bronzing Palette. Da sind drei Töne drin enthalten, zwei Highlighter-Töne und ein Bronzer-Ton. Muss ich mich noch durchtesten? Weiß ich noch nicht so genau. Also die Paletten stapel ich jetzt mal übereinander, die hier bleiben. Trend It Up. Face Contouring Set.
Das ist ganz, ganz ähnlich dem Smashbox Contour Powder, was ich euch gerade gezeigt habe. Nebeneinander gehalten sieht man fast keinen Unterschied. Deswegen hatte ich die auch lange an meinem Schminkplatz liegen und habe sie verwendet. Jetzt habe ich aber den von Smashbox, also benutze ich den jetzt mal weiter, weil Smashbox ist wesentlich teurer, hält aber auch länger auf den Wangen. Das ist mehr so ein Alltagsprodukt, was man so gegen Mittag schon nicht mehr sieht, wenn man sich morgens geschminkt hat. Und deswegen darf die weg. Wieder ein Produkt, was ich abgebe. Yay! Ich freue mich hier über jedes Produkt. Ich habe hier noch so Sticks von Smashbox. Die sind auch sehr schön. Ist auch ein Highlighting-Stick, so ein Contour-Stick und ein Bronzer-Stick. Dazu muss ich aber Zeit und Muße haben, um mir die wirklich aufzutragen und zu verblenden mit so einem Beauty-Blender, bleiben aber auf jeden Fall bei mir. Ich habe hier noch von Nude by Nature eine Palette, die auch genauso ist, im Grunde genommen, wie die von Smashbox. Ich hebe sie trotzdem auf, weil ich hier die Umverpackung wunderschön finde und auch die Qualität ist sehr, sehr gut. Und dann bin ich auch schon fast durch mit meinen Paletten. Ich habe hier noch eine meiner Lieblingspaletten von Marc Jacobs, habt ihr auch schon in meinen Videos gesehen. Das ist die Farbe 60 Hi-Fi Filter, also ein eher dunkler Ton für meine Haut, passend. Den gibt es auch noch heller, aschiger. Den habe ich mir damals in Cannes gekauft und der ist einfach ein Träumchen. Auch den möchte ich gerne wieder an meinen Schminkplatz legen und wieder häufiger verwenden, weil ich da so darauf abgefahren bin, eine Zeit lang. Und dann habe ich ihn zur Seite gelegt und ist er wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also Smashbox und Marc Jacobs kommt jetzt wieder an meinen Schminkplatz, um sie wieder häufiger zu verwenden. Ein Bronzer, der auch in Vergessenheit geraten ist und den hatte ich wirklich bei meiner Bronzer-Party nicht gefunden. Der ist in die falsche Schublade gerutscht, ganz nach hinten irgendwo drunter und jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Das ist von Michael Kors, der Glow Bronzer. Bronze Pressed Blub, keine Ahnung, Riesenspiegel drin. Ganz, ganz butterweiches, oh Gott, ey, butterweiches, super schönes Produkt. Eine ganz tolle Bronzerfarbe, die allerdings ein bisschen zu hell ist für mich jetzt gerade. Ich kann den aufbauen, ist mir im Alltag ein bisschen zu aufwendig, gebe ich auf keinen Fall ab. Habe ich lange für gespart, ist eine traumhafte Umverpackung in Gold. Ist einfach so ein Schätzchen, was man einfach aufheben muss und deswegen darf der natürlich bleiben. Allerdings darf ein Produkt gehen, von dem ihr wahrscheinlich nicht denkt, dass es gehen darf. Das ist von By Terry, ein Bronzer, Terribly Summer Edition 200 Exotic Bronze. Den habe ich mir auch mal für teuer Geld in so einem Shop gekauft. Der ist richtig schwer, sehr wertig, aber rot und knallhart. Dieser Bronzer ist knallhart, den kriegt ihr kaum mit dem Pinsel aufgenommen und das von Anfang an. Also auch als der neu war, kam ich mit dem überhaupt nicht zurecht. Und als ich ein bisschen was abgetragen hatte und aufgebaut habe auf meiner Wange, war der rot. Ich sah aus wie ein Indianer. Und ich habe den immer aufgehoben, weil der halt so schwer ist, so wertig und mal so furchtbar teuer war. Man sieht gar nicht, dass ich da überhaupt was rausgenommen habe damals. Ne? So ein paar Mal versucht und deswegen kommt der weg. Ich habe hier noch zwei Sticks zum Konturieren, die ich auch nicht abgeben werde. Das ist einmal von L'Oreal, der Infallible Longwear Shaping Stick in der Nummer 200, glaube ich. Nee, 220. Die Farbe heißt Karamell. Damit kann man halt eben ganz schön Cream-Contour machen, wenn man es mal so ein bisschen stärker haben möchte. Ebenso wie der Maybelline Fit Me Anti-Shine Stick, mit dem ich auch schon häufig konturiert habe. Ist so ein bisschen wärmer als der. Den behalte ich noch so für Videos halt und so, ne? Für Cream Contouring. Man muss sich das ja immer schön reden. Ich habe jetzt hier noch ein paar, einen auch, den ich abgeben werde, aus der P2 Beauty Safari LE. Ist wieder eine Limited Edition. Ich zeige nicht gerne Produkte aus einer Limited Edition. 020 Pure Wildness. Ihr seht aber, dass ich den sehr, sehr geliebt habe. Und ich kann nur dazu raten, wenn mal so Limited Editions da sind in der Drogerie, meistens haben die ganz tolle Sommer LEs, wo ganz tolle Bronzer dabei sein können, die man dann auch wirklich sehr gern mag, nur nie wieder nachkaufen kann. Darum muss man sich drüber im Klaren sein. Der kommt deswegen auch weg. Und jetzt zeige ich euch ein paar Produkte, die ich sehr, sehr liebe, von denen ich wahrscheinlich gar nichts mehr abgeben werde. Das ist einmal ein Contouring-Puder. Der heißt auch The Sculpting Powder Medium von Kevin O'Quan. Da habe ich schon fast hit the pan. Ich kann sehen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ein richtig tolles, aschiges, sehr weiches Contouring-Powder, was ich für aufwendigere Looks gerne verwende, wenn ich so eine richtig scharfe Kontur haben will, wirklich so einen Schatten erzeugen will, dann liebe ich das sehr. Das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das bestellt hatte. Das war schwer dran zu kommen, weil Kevin O'Quan gibt es nicht mal eben so um die Ecke. Da ist auch immer noch so ein Samttäschchen dabei, da ist das bei mir auch immer drin. Ganz, ganz tolles
Sculpting Powder. Einer meiner allerliebsten Bronzer ist von Too Faced, der Chocolate Soleil Bronzer in der Farbe Medium Deep, ein matter Bronzer, den ich gerade dabei bin, leer zu bekommen. Den habe ich in Frankreich gekauft, vor langer Zeit, bin super lang damit ausgekommen. Und der riecht immer noch nach Schokolade. Das ist so der Einzelbronzer zu der Too Faced Cocoa Contour Palette. Ne? So, das ist so mein absoluter Liebling eben. Ebenfalls mache ich gerade leer den Hoola Bronzer von Benefit. Da ist auch wirklich nicht mehr viel drin. Um den so ein bisschen aufzusparen, bin ich jetzt dazu übergegangen und habe die Ränder jetzt nur noch mit einem schmalen Pinsel, nehme ich die auf und konturiere damit beispielsweise meine Nase und setze so eine leichte Kontur hier, so für den Alltag einfach mit einem normalen Bronzer drüber und der wird mir noch eine ganze Zeit lang halten, obwohl der aussieht, als wäre der schon fast leer. Aber das ist im Moment so an meinem Schminkplatz, doch zwei Produkte sind das, die ich gerade so leer mache. Dann habe ich noch von Jennifer Lopez mit Inglot zusammen einen neuen Bronzer. Dieser hier, den habe ich euch gezeigt, auch schon in einem Video aus der Freedom System Palette. Und das ist die Farbe, kann ich jetzt so gar nicht sehen, aber ich hole den mal raus. Das ist ja so einer, den man so reinklacken kann. Boogie Down Bronze aus dem Freedom System Dingsbums. Der ist auf jeden Fall matt, sehr schön, kann man schön verblenden. Und einer meiner neuesten Bronzer. Aus der Drogerie habe ich noch ein paar zugeschickt bekommen auch. Das ist einmal einer von Love, aus Love Sun Blurring Bronzing Powder. Sensual Caramel heißt die Farbe. Der ist super schön geprägt mit so einer Blume drauf. Habe ich noch erst einmal verwendet, also noch gar nicht oft verwendet. Den möchte ich gern behalten, auch weil er so eine schöne Umverpackung hat und einen Spiegel mit drin. Den behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Blush. Den hätte ich eigentlich in das Blush-Video packen müssen. Genau, den gebe ich nämlich auch ab, weil der zu hell ist für mich. Das ist so ein Pink mit so einem Highlighter-Ton reinmarmoriert. Nummer 020, The Future is Female. Super schön eigentlich, aber passt mir einfach nicht vom Hautton her. Deswegen kommt der weg. Und ein Bronze Light Shimmer Powder Love Lights. Den kann ich eher, das ist gar nicht so ein Bronzer, den kann ich eher als Highlighter verwenden. Sehr hell. Auch den hebe ich jetzt einfach nochmal auf. Ich weiß noch nicht, den habe ich auch noch gar nicht benutzt. Also das sind manchmal so Sachen, die ich deshalb aufbewahre, um sie nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier habe ich jetzt ein Produkt, das ist der Bahama Mama Bronzer von The Balm. Den habe ich schon viele, viele Jahre ordentlich hit the pan. Und ich glaube, den gebe ich jetzt ab. Der ist schön dunkel, damit kann man auch gut konturieren, aber der ist einfach, den gebe ich nicht ab, den schmeiße ich weg, weil er alt ist. Der ist schon so hart geworden, deswegen kommt der weg. Und dann habe ich noch einen Warm Bronzer von Elf. Elf gibt es ja jetzt auch bei Douglas zu kaufen, den zeige ich euch mal. Der besteht nämlich aus vier Farben. Das sind Schimmertöne, alle vier. Der hier oben ist so ein bisschen rötlich, der hier ist so ein bisschen heller wie ein Highlighter, aber diese beiden kann man auch gut mischen zum Aufwärmen und dieser Ton alleine ganz nett zum Konturieren, aber dadurch, dass der schimmert, ein bisschen schwierig mit umzugehen. Ich finde aber hier die Umverpackung so toll. Also Elf hat tolle Umverpackungen. Genauso wie NARS. Und da zeige ich euch meine beiden NARS Bronzer, die ich beide sehr liebe. Das ist einmal der Klassiker Laguna. Den habe ich relativ neu. Und dann hatte ich mir mal in London, als ich mit Soraya in London war, die Farbe Heat gekauft. Die ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen rötlicher. Laguna ist so ein bisschen aschig. Also die sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Ne? Das sieht man, glaube ich, in der Kamera kaum den Unterschied. Aber beide sehr geliebt von mir. Hier habe ich noch einen von Make-Up Factory. Ich muss gar langsam lachen, echt. Weil ihr seht hier immer das Gleiche. Wenn das Video einen Mann sieht, wird er sagen, oh mein Gott, die ist irre, die Frau. Die zeigt hier einen, immer den gleichen Bronzer. Immer die gleichen Farben, matt. Sculpting und so, ne? Der heißt auch Matt Blusher in der Nummer 35. 2552.35 steht hier drauf. 6 Gramm. Habe ich mir mal gekauft, als ich das einzige Mal bei Müller war. Ich würde gerne öfter zu Müller gehen, aber wir haben hier leider keinen in der Nähe. Und es ist ein tolles Sculpting-Powder, hebe ich natürlich auf. Dann habe ich von Sleek noch einen in der Farbe Medium. Das ist ein Face-Contour-Kit mit einem Highlighter drin. Und die Farbe Medium ist sehr passend für mich, also weil der Ton schön dunkel ist. Habe ich auch bei Müller gekauft. Allerdings war ich da auf Mallorca bei Müller. Also ich war schon zweimal bei Müller. Ne? Einmal bin ich ganz weit gefahren und habe den von Make-Up Factory gekauft. Und einmal war ich auf Mallorca und habe den von Sleek gekauft. Jetzt kommen wir zu zwei Bronzern, die ich beide empfehlen kann, die beide matt sind und die beide mir sehr viel Freude gemacht haben schon. Und zwar sind die sich auch sehr ähnlich. Und zwar ist das einmal von Bobbi Brown, die Farbe 01 Golden Light. Super weicher, toller Bronzer. Und aus der Drogerie von Love,
Der HD Matte Bronzer in der Farbe 030 Love Your Tan. Vorsicht, hier gibt es zwei. Das ist die dunklere Variante. Es gibt auch noch einen helleren Ton. Und die beiden sind beide toll. Beide matt, beide toll. Hebe ich natürlich beide auf. Zwei andere, krassere Bronzer. Beide rötlich, beide mit Schimmer drin. Der eine hier mehr goldig, der andere ein bisschen rötlicher. Das ist einmal von Guerlain. Der Terracotta Poudre Bronzante, also ein Bronzing Powder in der Farbnummer 03. Und das hier ist von Becker. Der ist, ich zeige euch den mal, der ist wunderschön in der Verpackung. Von Becker ist das die Farbe Ipanema Sun von den Sunlit Bronzern. Wie gesagt, der ist ein bisschen rötlicher, der ist ein bisschen goldiger. Beide für den Sommer, für gebräunte Haut, ein Träumchen. Allerdings würde ich den nicht für etwas hellere Haut als jetzt meine empfehlen. Ich glaube, dann ist es einfach zu stark und zu prägnant. Aber beide sind mit Spiegel auch, beide preislich total teuer natürlich. Ne? Und deswegen bleiben die natürlich auch beide, weil ich die beide gut finde. So ziemlich totgeliebt habe ich diesen Bronzer hier von MAC. Der war aus einer Limited Edition, aus der, mir fällt nicht ein, wie die Limited Edition hieß. Auf jeden Fall heißt die Farbe hier Aphrodite's Shell, ein Extra Dimension Bronzer mit ordentlich Hit the Pan. Der fällt auch schon am Rand auseinander. Den habe ich wirklich geliebt. Mal ganz davon abgesehen, dass die Umverpackung hier ein Träumchen ist. Und den halte ich so aus nostalgischen Gründen auf jeden Fall noch. Könnt ihr eh nicht mehr nachkaufen, weil der, wie gesagt, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Hier habe ich noch einen Bronzer von Clarins in der Farbe 03 Dark, ein Bronzing Duo Poudre Soleil. Habe ich auch eine Zeit lang gerne benutzt. Auch eher dunkel. Super schön. Kann man auch wunderbar miteinander mischen. Also man kann so den helleren benutzen, wenn man heller ist. Den dunklen, wenn man ein bisschen gebräunter ist. Oder beides zusammen mischen, wenn man so dazwischen ist. Super schöner Bronzer. Der bleibt natürlich auch. Ebenso wie ein weiteres Duo, was ich mir schon nachgekauft habe. Ich habe einen schon komplett leer gemacht davon. Das ist von Art Deco einer. Der heißt Bronzing Powder Compact in der 420.3. Die haben keine richtigen Namen, aber wie gesagt, den nehme ich auch sehr gerne mit in den Urlaub. Heller Farbton, wie gerade erklärt, das gleiche Prinzip. Der ist auch schön weich, buttrig und den habe ich, wie gesagt, auch schon mal komplett platt gemacht. Wer meine Videos schon länger guckt, weiß das bestimmt auch. Das habe ich damals, glaube ich, auch gesagt und gezeigt. Dann habe ich noch von MAC einen Klassiker. Das ist dieser hier in der Farbe Give Me Sun. Die heißen Mineralize Skin Finish. Der ist auch sehr schön. Im Moment sieht man den nicht so gut auf meiner Haut. Aber Give Me Sun ist so ein Klassiker von MAC. So ein richtig schöner Bronzer, den irgendwie jeder haben kann, der, glaube ich, auch jedem steht. Und dann habe ich hier noch von MAC einen, der ist ganz toll, einen Mineralized Skin Finish Natural mit 4 Farben enthalten. Naturally Enhanced heißt diese Farbkombination. Ganz, ganz schön als Bronzer alle Farben zusammengemischt oder auch nur diese beiden Töne. Ich habe diese Farbe hier auch schon als Lidschatten in meine Lidfalte gegeben, mit Rot kombiniert oder das hier in die Lidfalte. Das lässt sich also sowohl als Lidschatten als auch als Bronzer wunderbar kombinieren. Und wenn ich damit Lidschatten schminke und Bronze und den Rotton noch als Blush, habe ich so einen Rundum-Look, der sehr schön miteinander harmoniert. Hatte ich auch schon mehrfach mit dem Urlaub. Ich habe den damals im Internet bestellt und ich weiß nicht, den gab es eine Zeit lang nicht mehr. Müsste man mal gucken, ob man den jetzt mittlerweile bei Douglas bestellen kann oder nur woanders. Muss ich mal gucken. Vielleicht schreibe ich euch das in die Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Bronzer. Ebenso wie der Butter Bronzer von Physicians Formula. Den gibt es bei Douglas. Der ist so toll, der ist so toll. Allerdings habe ich hier die dunkle Variante. Und selbst die dunkle Variante ist mir zu hell. Also, Butter Bronzer sieht schon so nach Sommer aus. Ne? Das hier ist die Farbe. Viel zu hell für mich im Moment. Man sieht den leider gar nicht. Unten drin haben wir auch noch einen Spiegel und einen fürchterlichen, ist noch nicht mal ein Pinsel, ist so ein komisches Schwämmchen, keine Ahnung, braucht kein Mensch. Aber der duftet so nach Pina Colada. So richtig so Ananas, Kokos. Total sommerlich. Und den gebe ich mir manchmal als All-Over-Puder übers ganze Gesicht, einfach damit ich danach rieche und verwende dann einen kräftigeren anderen Bronzer. Total bescheuert. Aber den Butter Bronzer von Physicians Formula würde ich niemals abgeben. Empfehle ich auch immer gerne weiter für hellere Häutchen. Und für ganz helle Häutchen gibt es den auch wirklich eine Nummer heller. Es gibt auch noch einen ganz hellen. Und ich glaube, da ist der wirklich, ich glaube, der gefällt jedem. Müsst ihr mal gucken, wie euer Teint so ist. Und das ist ein ganz, ganz toller. Hier habe ich ein Produkt, was mir geschenkt wurde von W7. Ich bin nämlich mit dem Chanel Creme Bronzer nie zurechtgekommen. Den habe ich verschenkt.
Und das hier ist ein ganz ähnliches Produkt, nur halt von W7, also wesentlich günstiger. Das Make-up and Glow, die Make-up and Glow Bronzing Base. Sehr, sehr hell für mich. Damit kann ich also im Moment nicht bronzen. Da muss man mit einem kräftigeren Pinsel reingehen und das auftragen. Hebe ich auf, weil es mir geschenkt wurde, wie gesagt. Und irgendwann im Winter, wenn ich wirklich mal hell genug bin, teste ich das nochmal aus. Ich habe es schon mal getestet. Es ist wirklich schön weich, lässt sich gut verblenden, aber nicht so mein Lieblingsprodukt. Hier habe ich noch zwei, mein Gott, das nimmt überhaupt kein Ende, ne? Hier habe ich noch zwei Bronzer, einmal von der Douglas. Ist das eine Douglas Eigenmarke? Ich glaube nicht. Das heißt Bellissima Kreation GmbH aus Solingen. Ist auf jeden Fall so ein Klassiker Terra del Sol Bronzer. Ich habe hier die Farbnummer 2. Da haben die immer bei Douglas so Aufsteller. Da gibt es die Farben 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Und das ist halt einer, der so leichten Schimmer hat. So. Ist eigentlich auch ganz schön, ne? Ist nur eine super billige Verpackung. Ich hatte den schon mal und da ist mir ganz schnell hier dieses billige Käppchen kaputt gebrochen. Ich möchte den deshalb auch nicht empfehlen, weil ich die Verpackung so ultra schlecht finde. Und ich glaube, ich gebe den ab. Ich gebe den jetzt ab. Der kommt in meine ausgemistet Kiste und fertig. Dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Und dann habe ich aus dem letzten Jahr eine Limited Edition von Clarins. Habe ich super gern benutzt. Das ist ein Poudre Soleil und Blush. Das ist so ein Schätzchen mit einem ganz tollen Aprikoton. Ich will euch keine lange Nase machen, weil es den eben nicht mehr gibt. Es gibt aktuell von Clarins wieder eine neue Limited Sommer Edition, der auch einen sehr, sehr schönen Bronzer enthält. Die auch einen sehr schönen Bronzer enthält. Mochte ich total gerne, habe ich gerne benutzt. Kann ich nur nie wieder in Videos zeigen, weil es den eben einfach nicht mehr gibt. Gerade den Blusher dabei, diesen Aprikoton, habe ich sehr geliebt und es ist einfach wunderschön. Aber den werde ich jetzt definitiv abgeben. Schweren Herzens, aber ich kann ja nicht alles behalten. Dann habe ich hier von Bare Minerals einen ganz tollen Bronzer. Das ist ein loses Puder. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ist auf jeden Fall so ein All-Over-Bronzer-Puder in der Farbe Warmth. So heißt die Farbe. Kann ich euch schlecht zeigen. Sieht aber so aus. Mache ich immer ins Käppchen, nehme das auf mit einem Pinsel und trage mir das dann auf. Ich finde das super weich auf der Haut. Gefällt mir super gut. Bleibt natürlich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch so eine kleine Mini-Version und ich habe den auch in groß. Da habe ich sogar zwei Tester von. Schaut mal, beides die gleiche Farbe. Jo, das ist der Natural Glow Loose Bronzer von Nude by Nature. Super schön und dadurch, dass ich den in Originalgröße habe, werde ich jetzt nur einen davon, 1,5 Gramm, ach so, das ist die Farbe Bondi Bronze übrigens, werde ich nur einen davon aufheben, wenn ich mal auf Reisen bin. Kann ich den nämlich so wunderschön mitnehmen, da kommt auch schon das Zeug raus, ist ein bisschen doof. Und den anderen werde ich zum Testen weiter verschenken an meine Freundin, die freut sich bestimmt darauf. Sehen beide gleich aus. Ist auch bei beiden, glaube ich, noch ungefähr das gleiche drin, aber da freut sie sich sicher drüber. Und dann habe ich zu guter Letzt noch ein ganz neues Produkt, was ich noch nicht mal ausgepackt habe. Das ist von Love. Love Glow, die Bronzing Drops. Und da weiß ich gar nicht, ob man die auf meiner Haut überhaupt sieht. So sehen die aus. Und ich habe die mal einmal aufgemacht. Ich erinnere mich. So. Und dann habe ich das so ein bisschen auf meine Hand. Aber das funktioniert nicht richtig. Doch, funktioniert jetzt ausnahmsweise doch mal. So, das hat nämlich nicht funktioniert. Das sind halt so Tropfen, so Bronzer-Tropfen, die man dann einarbeiten kann. Und die an der Stelle dann halt eben bronzen. Ich sehe aber jetzt schon anhand meines Handrückens, dass man die bei mir überhaupt nicht sieht. Und ich glaube, ich kann das so neu, wie es quasi ist, es verschwindet einfach auf meiner Haut. Kann ich das, glaube ich, auch schon weiter verschenken. Das ist mir auch mal zugeschickt worden von Love. Und ich erinnere mich, dass ich das auch in meinem Love One Brand, was ich gedreht habe, gar nicht verwendet habe, weil ich das vorher getestet hatte und weil das gar nicht sichtbar war. So, ich habe es geschafft. Yes! Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal meine ausgemistet Kiste hier. Da ist doch einiges reingekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Manchmal auch aus Gründen, wo ich sage, Mensch, den Clarins Bronzer zum Beispiel oder die eine oder andere Palette oder von Catrice, den einen schönen Bronzer, hätte ich schon gerne aufbewahrt. Ich weiß dann aber nicht wofür. Ich denke dann immer so. Wie gesagt, Limited Editions, mache ich euch nur eine lange Nase mit, könnt ihr niemals nachkaufen. Manche sind mir auch einfach zu hell gewesen oder ich hatte vergleichbare andere Produkte da. Es ist immer noch viel, was hier liegt, aber wie gesagt, mein Herz schlägt für Bronzer. Das sind jetzt die, die ich aufbewahre, die ihr auch in folgenden Videos immer wieder sehen werdet. Und mir fällt gerade auf, dass mein L'Oreal Bronzer, der neue, der Back to Bronze fehlt, weil er an meinem Schminkplatz liegt, weil ich den jeden Tag benutze im Moment, fast. Und ja. Also das ist der noch fehlt, den ich euch jetzt so gar nicht zeigen kann. Aber ich glaube, ihr habt genug gesehen für heute. Schätze ich mal so.
Und deswegen bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen bronxigen Tag. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare euren absoluten Lieblingsbronxer. Ich weiß, ich brauche keinen neuen, aber ich gucke mir gerne Bronxer an. Wenn ihr mir den einen oder anderen empfehlen könnt, aus der Drogerie oder auch aus dem High-End-Bereich, gehe ich gerne mal vorbei und schaue sie mir an und swatche sie und riech mal dran. Ich liebe das einfach. Und ja, ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!